Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute zeige ich dir meine Watchlist oder beziehungsweise die Werte, die bei mir derzeit etwas weiter oben stehen, die ja ich derzeit für einen Nachkauf doch schon etwas näher analysiere. Ja, schauen wir uns das Ganze mal einfach mal durch. Das sind so meine Liste, das sind so die Aktien, die ich sehr stabil halte, die ich interessant finde und die ich beobachte. Zurzeit aktuell etwa um die 70 Unternehmen. So, was finde ich das interessant? Hier, British American Tobacco. Da schauen wir uns mal einfach den fairen Wert mal an. Hier habe ich schon aufgerufen das Ganze. Also wir sehen, British American Tobacco ist eigentlich in den letzten Jahren, ja, das sind die letzten Jahre, das sind die letzten 4-5 Jahre hier, von 2018 bis 2023 jetzt hier unterbewertet. Man sieht also diesen unter den fairen Wert. Das war auch schon mal anders. Man sieht hier von 2012 bis Ende 2018 waren sie eigentlich recht teuer bewertet. Mittlerweile finde ich die ja wieder interessant. Also ich habe sie schon etwas länger im Depot. Ich glaube seit 21. Davor hatte ich sie auch schon mal im Depot, hatte sie aber mit Gewinn verkauft und bin jetzt wieder, wie gesagt, 2021 da wieder mit einer kleinen Tranche eingestiegen und warte ja nach einem günstigen Zeitpunkt, wo ich nochmal nachlegen könnte. Und der Zeitpunkt ist vielleicht jetzt auch schon da. Man sieht also aktuell eine Dividendenrendite von etwa 7%. Also hier könnte ich meinen Cashflow, also meine Dividendenausschüttung mit diesem Unternehmen erhöhen. Und das ist schon deutlich weit entfernt. Ob wir da natürlich ankommen in den nächsten Jahren, wird schwierig, aber dennoch ein sehr solides Unternehmen. Also die Dividende wird gesteigert, die Umsätze sind am Steigen oder beziehungsweise die Gewinne sind am Steigen. Also für mich auf jeden Fall ein sehr interessantes Unternehmen, was ich vielleicht demnächst aufstocken könnte. Dann kommen wir zum nächsten und das ist hier Alphabet, finde ich derzeit sehr interessant. Ich sag mal, ein Technologieunternehmen ist derzeit auch relativ günstig zu haben. Also man sieht hier aktuell, so liegen wir hier bei 95,96 US-Dollar und der faire Wert beläuft sich hier auf 127. Das heißt, hier könnten wir eine Rendite von knapp 30% erwirtschaften und dementsprechend ist es bei mir das Unternehmen auch ganz weit oben auf der Liste für einen weiteren Tranchenkauf, also einen kleinen Nachkauf wird oder könnte es hier auch geben. Also British American Tobacco und Alphabet finde ich sehr interessant. Dann haben wir, was ich noch interessant finde, ist Johnson & Johnson derzeit wieder. Auch hier sehen wir, wir sind auf einem Niveau von etwa 2020, so um die 155 US-Dollar. Ja, die haben Schwierigkeiten, aber das Unternehmen hat auch, glaube ich, 2020 ihre Problemchen gehabt. Und das Unternehmen ist so groß, das wird sich demnächst wieder halt regeln. Und dann sehen wir auch ganz andere Preise wieder. So, hier sehen wir so ja eine Renditemöglichkeit von etwa 12%. Aktuell gibt es knapp 3% Dividendenrendite. Also auch hier stehe ich oder liege ich auf der Lauer wie so ein Krokodil und warte auf meine Chance. Das könnte vielleicht demnächst vonstatten gehen. Also man sieht auch hier 61 Jahre wird das oder schüttet das Unternehmen Jahr für Jahr die Dividende aus und erhöht ja auch noch. Dann habe ich noch ein weiteres Unternehmen, also noch zwei Unternehmen und zwar Amgen. Das hat ja jetzt mein Sohn, der 12-jährige Sohn, jetzt im März gekauft. Und zwar finde ich ja auch sehr interessant. Das wird auch ein sehr heißer Kandidat für meinen Nachkauf. So, auch hier kein großer Unterschied zu Fair Value, aber dennoch ein Unternehmen, was sehr stabil ist und ich hier auch nochmal nachkaufen möchte. Die Dividendenrendite liegt hier bei 3,4%. Mein letzter Nachkauf bei Amgen war, das war 2021, glaube ich, mein letzter Nachkauf. Oder 22, nee, es war sogar 2022, habe ich meinen letzten Nachkauf in Amgen getätigt. Und auch für ein ähnliches, ich muss leider schauen gerade hier, so 22, wann war das denn? Ja, das müsste hier so um den Dreh gewesen sein. Das könnte so um sein, das war so um die 200,
30, 225 US-Dollar, glaube ich. Wir liegen jetzt etwas ein bisschen drüber, aber wieder ungefähr im gleichen Soll. Und das ist auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat bei mir. Amgen und Union Pacific. So, das sind die beiden Unternehmen. Und Union Pacific übrigens hat mein 6-Jähriger in seinem Depot auch jetzt im März erhalten. Ja, er fand die Züge, sage ich mal, doch relativ spitze. Deswegen kamen die bei ihm jetzt Union Pacific auch ins Depot im März und bei meinem 12-Jährigen halt Amgen. So, und die beiden stehen auch auf meiner Liste und natürlich Johnson & Johnson. Man sieht auch hier eine kleine Unterbewertung, keine große. Hier hätte ich natürlich, ich komme da gerade nicht, ja, so um die 200 US-Dollar wäre natürlich etwas interessanter, etwas besser, aber ich sag mal, in den nächsten 10 Jahren, ob man jetzt für 208 kauft oder vielleicht für 200 US-Dollar, das wird sich in 10 Jahren wahrscheinlich nicht bemerkbar machen. Dementsprechend steht das Unternehmen auch bei mir wieder auf der Liste ganz weit oben und das könnte auch ein Nachkauf werden. Was schauen wir hier so? Ja, so um die 7, wie aufs Jahr, 10% Renditemöglichkeiten. Also Johnson & Johnson hat natürlich viel mehr Potenzial, wenn sie wieder aus dem Rechtsstreit rauskommen, dann ist da natürlich viel Potenzial. Ansonsten ist auch Johnson & Johnson relativ stabil, ein sehr starkes Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Und ja, also auch bei mir auf der Liste derzeit für den Kurs werde ich mir das auch nochmal ganz genau überlegen. So, das waren jetzt meine Favoriten. Also man sieht hier, Union Pacific steht auf meiner Liste ganz weit oben. Amgen steht ganz weit oben. Johnson & Johnson. Dann hatte ich ja gesagt, hier Alphabet finde ich zurzeit auch sehr interessant. Und natürlich British American Tobacco. Das waren die Unternehmen, die ich derzeit spannend finde. Und ja, ich sag mal, doch relativ günstig für meine Verhältnisse. Aber es ist nur meine Meinung. Das ist keine Anlageberatung. Du musst natürlich deine eigenen Gedanken dazu machen, ob es für dich auch interessant ist. Das musst du dann entscheiden. So, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.